Hallo zusammen aus meinem Kellerstudio, was auch gleichzeitig bedeutet, ja, der Winter ist da. Das heißt, ich werde jetzt viel mehr hier drinnen drehen müssen und nicht mehr so schön draußen. Und ja, jetzt habe ich das passende Thema dazu. Es geht um Fahrradbeleuchtung von der Firma Lupine. Lupine kennt ihr wahrscheinlich schon oder ist euch schon mal über den Weg gelaufen. Made in Germany. Das ist eigentlich so die Benchmark für hochwertige Fahrradlampen. Die sind einfach extrem hell, langlebig, coole Akkutechnologie und so weiter. In diesem Video zeige ich euch mal das Rücklicht, die Straßenverkehrsordnungslampe, die ihr vorne auch am Fahrrad anbringen könnt, und noch drei Helmlampen, und zwar die Pico, die Blinker und die Neo. Und ja, jetzt hier im Studio wirklich nur mal ganz kurz gezeigt, was so in der Verpackung drin ist, warum, wie das Ganze funktioniert. Ich zeige euch auch mal die Lampe, die ich schon im Einsatz hatte. Die liegt hier unten neben mir. Und dann baue ich das Ganze am Fahrrad an. Das zeige ich euch auch noch anhand dieser SL-Lampe und wie man das Ganze dann mit der Stirnlampe am Helm montiert. Ja, und dann geht's morgen mit Dan und Ole und noch jemanden wahrscheinlich, werden wir im Wald tatsächlich die Lampen in freier Wildbahn testen. Das wird dann ein zweites Video. Heute erstmal ja, das Auspacken, was in der Verpackung drin ist und so weiter. Ja, hier seht ihr meine Pico, mit der ich schon glücklich unterwegs war. Ihr seht auch, dass ich hier so einen GoPro-Anschluss dran gemacht habe. Die habe ich bestimmt vor 5 Jahren oder so gekauft. Habe die, ja, leider verbotenerweise auch ab und zu am Lenker montiert, was man nicht machen soll bei den Helmlampen. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass es jetzt die SL-Lampe gibt, die tatsächlich straßenverkehrsordnungskonform ist. Weil das ist klar, Helmlampen dürfen rein rechtlich nicht unterm Lenker montiert werden. Das müsst ihr wissen. Trotzdem, wie gesagt, das war wirklich echt eine super Lampe, extrem hell. Seinerzeit habe ich mir 2 Akkus dazu gekauft, und zwar schon die mit dieser Anzeige, wo man dann genau sehen kann anhand der roten Punkte, wie voll die noch sind. Die sind jetzt beide fast voll geladen. Und dann schließt man die Lampe letztendlich immer an diesem Akku an. Dann seht ihr auch, dass die angeht. Und das kann ich jetzt natürlich nur so ein bisschen simulieren, wie hell die Lampe ist. Das heißt, das ist schon ein extrem helles Licht. Ja, nachdem ich euch jetzt meine alte Pico gezeigt habe, geht es jetzt auf die neue Pico. Wir verkaufen eigentlich hauptsächlich immer dieses All-in-One-System, weil da schon sozusagen alles immer gleich dabei ist, was man braucht. Bis auf vielleicht ein paar Zubehörteile, die man nachträglich noch dazu kaufen kann. Aber hier hat man schon mal einen Grundstock, mit dem man alles machen kann. Und was ganz schön ist, wenn man die Verpackung aufmacht, sieht man das auch gleich. Ja, das ist alles sortiert hier perfekt, ja, in so einem Schaumstoff drin. Das heißt, das ist auch eine Verpackung, die würde ich nicht wegschmeißen, weil das ist ein super Aufbewahrungsort, damit ihr die Sachen nicht verliert und verlegt. Weil bei mir sieht das, das zeige ich euch mal, damals gab es diese Verpackung noch nicht. Bei mir sieht das halt so aus. Chaos-System. Also Verpackung nicht wegschmeißen, und wir gucken jetzt mal, was hier alles mitgeliefert wird. So, als erstes der Fast-Click-Akku. Das ist ja der kleinste Akku, der geht momentan. Mit diesem Akku habt ihr eine Leuchtdauer, da gehen wir immer hier in diese mittlere Spalte rein. Gibt es verschiedene Modi, wie man die Lampe programmieren kann, bis hin dazu, dass sie bis zu 80 Stunden leuchtet. Das heißt, dann ist es wirklich nur so ein kleines Notlicht. Meistens, standardmäßig ist es auf 3 Stufen eingestellt, und da hat man 1 Stunde 15 auf hellster Stufe, 4 Stunden auf der mittleren Stufe. Und das kann ich euch schon aus Erfahrung mit meiner alten Lampe sagen, das reicht völlig aus. Und selbst die kleine Stufe reicht meistens schon aus. Und da kommt man auch 12 Stunden weit. Das heißt, so Ausfahrten 3 bis 6 Stunden sollten kein Problem sein. Und dieses Fernlicht, diese 1900 Lumenmeter, was die Lampe kann, das macht man sowieso relativ selten nur an. Ja, was ganz cool ist an diesen Akkus, das ist das Fast-Click-System. Und wenn ich jetzt hier mal diese Stirnlampe raushole, das ist letztendlich die Stirnlampe, die man ummachen kann. Und dann sieht man, den Akku kann man hier einfach reinklicken. Hier an der Seite sind dann noch so kleine Ösen, wo man das Kabel reinbringen kann. Das ist ganz gut gelöst. Und wenn man das Ganze am Helm befestigt, ist hier auch noch so eine Halterung dabei, die man hinten am Helm anbringen kann mit Klettverschluss. Klettverschluss ist auch dabei, das heißt, den Akku kann man auch hinten am Helm befestigen. Mitgeliefert wird natürlich auch das Ladegerät. Das ist der gleiche Anschluss übrigens noch wie bei meiner Lampe. Dann natürlich die Lampe selber. Und heutzutage ist die mit Bluetooth ausgestattet. Das war bei meiner Lampe noch nicht. Und ich halte jetzt meine alte nochmal dagegen. Hier habe ich jetzt die alte Lampe, da die neue. Ihr seht, das Ganze sieht fast identisch aus, ein bisschen anders. Die neue hat ein bisschen mehr Volumen, aber nur, wenn man ganz genau hinguckt.
Und natürlich auch ein bisschen mehr Leistung. Ich glaube, die alte hatte 1200 Lumen. Hier sind wir bei 1900 Lumen, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin mir aber nicht mehr gar nicht mehr so ganz sicher. Und was natürlich wirklich toll ist an dieser neuen Lampe, die hat auch so einen Schnellverschluss, und so ein Fast-Click-System. Das heißt, wenn ich das Ganze hier vorne dann an meiner Stirnlampe anbringe, ja, und dann schiebe ich das Ganze hier hinein und die Lampe ist sofort installiert. Wie gesagt, hier an der Seite hat man noch diese kleine Kabelführung. Ja, und dann ist das Ganze sehr einfach hier angeschlossen, immer noch sehr leicht und kompakt. Und ich habe hier die drei Leuchtstufen, das ist jetzt die hellste. Wie das Ganze dann draußen aussieht, das zeigen wir euch dann im anderen Video. Ja, und diesen Schnellverschluss, den gibt es auch einzeln mitgeliefert. Den kann ich dann direkt am Helm anbringen. Und das ist halt wirklich toll. Das war früher so nicht möglich. Man hat die Lampe am Helm angebracht. Dann war es relativ schwierig, die wieder als Stirnband umzufunktionieren. Umgekehrt, so ist es jetzt ganz einfach. Lampe hier rausnehmen, am Helm anbringen und fertig. Ja, und jetzt kommt was, was es damals noch nicht gegeben hat. Hier habe ich schon die kleine Halterung. Und hier habe ich eine kleine Bluetooth-Funkfernbedienung. Das heißt, mit der kann ich, und ihr seht, das funktioniert auf Anhieb hier, schon die Leuchtstufen einstellen, die Lampe ein- und ausschalten, ohne dass ich oben an meiner Stirn rumfummeln muss. Das heißt, mit diesem kleinen Adapter kann ich mir das hier am Lenker anbringen. Des Weiteren wird hier noch so ein Handgelenkshalter mitgeliefert. Ja, den kann ich auch mit diesem mitgelieferten Klettverschluss hier am Handgelenk festmachen und dort dann die Fernbedienung reinklipsen und von da aus meine Lampe steuern. Und das finde ich ist wirklich cool gelöst. Vor allem für eine Helmlampe beim Fahrradfahren. Das Ganze vorne am Lenker haben ist schon wirklich cool. Ja, die Lampe kann man auch umprogrammieren. Das heißt, werkseitig ist sie auf drei Stufen eingestellt. Sie startet immer mit der hellsten Stufe. Das kann man aber auch umprogrammieren, dass man mit der dunkelsten Stufe startet. Oder dass man vier Stufen hat oder nur zwei Stufen und so weiter. Alles einstellbar. Das steht hier in der Bedienungsanleitung sehr ausführlich drin, wie das funktioniert, wie die Leuchten zu leuchten haben. Das wird jetzt zu lang für dieses Video. Vielleicht mache ich ein anderes Video nochmal dazu. Das ist aber eigentlich fast selbsterklärend. Also von daher, guckt euch das an, dann könnt ihr euch die Lampe auch noch individuell programmieren. So, und ich habe nicht zu viel versprochen. Das Ganze kann man wieder perfekt einpacken und hat die perfekte Aufbewahrungsmöglichkeit für seine Lampe. Jetzt zeige ich euch noch ganz kurz die Blinkerlampe. Ihr habt die im All-in-One-Paket auch den gleichen Lieferumfang wie bei der Pico. Ihr seht nur, die Lampe ist halt noch etwas größer, noch leuchtstärker. Die kann halt bis 2100 Lumen leuchten. Auch die ist standardmäßig auf die drei Stufen eingestellt. Ja, für den einen oder anderen sicherlich wichtig ist dieser Größenvergleich. Ja, wie groß ist die, wie viel größer ist jetzt die Blinker gegenüber der Pico? Und man sieht, naja, es ist schon merklich größer, aber die Leica ist immer noch klein und natürlich auch leistungsstärker. Und ja, kann man sich jetzt mal so ein bisschen, wenn man von oben drauf guckt, sieht man, sie ist ein bisschen länger, ein bisschen breiter. Das ist ein halber Zentimeter oder ein bisschen mehr, die Lampe breiter ist. Von der Länge ist es gar nicht so viel. Fühlt sich beides noch sehr leicht an. Ja, der Vollständigkeit halber lege ich das Ganze nochmal auf die Waage. Leica wiegt 83 Gramm. Die Pico 67. Komplettieren wir die Helmlampen jetzt noch mit der Neo. Die hat am Ende nur eine Linse und ist natürlich auch von der Preis-Leistung ein super Einstiegsmodell. Ihr seht, die ist gar nicht so viel kleiner wie eine Pico. Ja, das ist die Lampe für Leute, die nicht die maximale Helligkeit brauchen, was eine Pico oder eine Blinka bietet, die ein kleines, kompaktes Design brauchen, fürs Laufen vielleicht oder so ähnlich. Völlig ausreichend für viele Zwecke. Deswegen zeige ich sie hier auch nochmal. Nachdem wir nun die Helmlampen gesehen haben, kommt für mich eigentlich die spannendste Lampe, die es nämlich vor 5 Jahren noch nicht gab, weswegen ich unerlaubterweise meine Pico manchmal am Lenker montiert hatte. Jetzt hat Lupine auch wirklich eine Lampe, ich glaube seit 1-2 Jahren im Sortiment, die wirklich offiziell am Fahrrad gefahren werden kann, die konform ist mit der Straßenverkehrsordnung. Und zwar ist das die SL. Fernbedienung, Akku. Der Akku sieht hier ein bisschen anders aus, weil es nicht das Fast-Click-System ist, sondern das ist ein Akku, den ich dann mit Klettband ja direkt am Rahmen anbringen kann. Hier die Lampe selbst. Ich halte nochmal die Blinker daneben. Ihr seht, hier vorne ist ein relativ großer Scheinwerfer. Das heißt, vom Volumen ist die relativ groß. Und sie wiegt auch ein bisschen mehr, wahrscheinlich wegen der großen Glaslinse, sind das 120 Gramm. Aber da ist natürlich die Halterung schon dran. Die Halterung zeige ich hier euch auch schon mal. Das ist wie so eine Art Schnellverschluss. Das heißt, klack. Das Ganze am Lenker festmachen, festziehen. Und das ist natürlich alles hier in der Länge auch einstellbar, indem man hier die Schraube dreht.
Auch hier wird eine Fernbedienung mitgeliefert, die am Lenker angebracht werden kann. Und hier der Klettverschluss, der übrigens innen gummiert ist, damit es nicht verrutscht, wenn man das Ganze am Rahmen befestigt, den Akku. Das ist letztendlich für den Akku da. Hier nochmal zum Vergleich mein alter Akku, da habe ich ja auch einen kleinen und einen großen mir schon damals angeschafft. Das ist der große und damit komme ich ja beim normalen Abblendlicht, was 850 Lumen bedeutet, auf ja, circa 5 Stunden Leuchtdauer, was schon wirklich eine Ansage ist. Wenn ich das Ganze auf 450 Lumen runterreguliere, was auch immer noch hell ist, dann komme ich auf 10 Stunden. Und wenn ich wirklich mit Fernlicht fahre, was diese Lampe auch unterstützt, mit 1300 Lumen, da komme ich dann auf 3 Stunden. Und das sind wirklich schon sehr gute Werte. Den müsst ihr natürlich halbieren, wenn ihr nur den kleinen Akku benutzt. Ja, wie die Lampe dann im Dunkeln leuchtet, ja, das wie gesagt im nächsten Film, wenn wir damit unterwegs sind. So sieht das Ganze schon sehr solide aus und ich zeige euch jetzt noch mal ein bisschen Zubehör. So, weiter geht's. So viel zu den ganzen Lampen. Ich hoffe, ihr habt jetzt zumindest mal so Lieferumfang und so ein bisschen verstanden, wie das Ganze funktioniert. Ich werde jetzt im nächsten Schritt diese Lampe an meinem Rad anbringen. Und zwar nicht über diesen mitgelieferten Halter. Das zeige ich euch gleich am Rad. Das möchte ich ein bisschen anders haben. Ihr seht hier mein Open Wide mit einem Cage-Anschluss mit GoPro-Mount hier unten dran. Und daran werde ich jetzt die Lampe befestigen. Ja, mit der mitgelieferten Halterung befestigt man die Lampe ganz einfach per Schnellverschluss. Einfach hier oben am Lenker und ihr seht schon, bei mir ist das, wäre das ein bisschen suboptimal, weil das Ganze ja auf den Tacho leuchten würde. Hier nochmal von hinten die Ansicht, das Ganze, der Tacho würde das Licht abschatten und ja, ich müsste weiter nach links gehen, dann hätte ich das Licht aber nicht mehr zentral. Deswegen finde ich tatsächlich eine Option, ja, die favorisierte Option von mir, zumindest für Rennradlenker. Wenn man jetzt einen Mountainbike-Lenker hat, hat man ja hier in der Mitte normalerweise vielleicht gar nichts. Jedenfalls für einen Rennlenker finde ich die Option super, das hier unten am GoPro-Mount anbringen zu können. Ja, von Lupine gibt es 3 verschiedene GoPro-Halterungen. Einmal so eine ganz kleine, dann eine mittlere und eine ganz lange. Und ich schraube jetzt mal die vorhandene Halterung hier ab. Der kleine Innensechskant-Schlüssel wird ja immer mitgeliefert. Einfach hier seitlich abschrauben. Und jetzt muss man ja beachten, dass das hier immer oben und das immer unten ist. Das ist ja bei einer Helmlampe egal, die könnte man ja kopfüber auch aufsetzen. Aber hier muss das ja Ganze wegen dieser Ausleuchtung, damit es nicht nach oben blendet und so weiter, natürlich richtig montiert werden. Das heißt, der kleine GoPro-Mount ist nicht dafür da, um die Kamera unter dem Garmin-Mount anzubringen, sondern damit bringe ich sie ja vielleicht auf dem Lenker auf einer GoPro-Halterung oder ähnlichem an. Das heißt, die ist dafür da, um das von unten zu montieren. Mit der mittleren komme ich unter den Lenker, habe aber natürlich relativ hier nur so einen kleinen Winkel, den ich einstellen kann und wenig Luft unterm Tacho. Die Option finde ich aber eigentlich sehr gut, die würde ich jetzt austesten. Und mit der ganz langen Version, da komme ich dann schon relativ weit hoch und habe noch ein bisschen mehr Flexibilität unter dem Lenker. Zur Montage werden auch Schrauben mitgeliefert und so kleine Gummiteile. Ich werde jetzt die mittlere Variante installieren und gucken, ob das an meinem Rad gut passt. Erst die Schraube durchführen, dann hier dieses kleine Gummi drüber ziehen und dann das Ganze hier ganz einfach festschrauben. Und jetzt bringe ich das Ganze mal am Rad an. Ja, hierzu einfach die Lampe hier unten am GoPro-Mount festmachen. Das Ganze fest verschrauben. Den Akku bringe ich immer ganz gerne hier unten ran oder wenn ich eine Tasche habe, packe ich ihn da einfach rein. Das Klettband ist innen gummiert, sodass es dem Lack eigentlich nicht schaden sollte. Wer da ein bisschen vorsichtig sein möchte, einfach hier noch so ein bisschen Lackschutzfolie drum kleben. Ich mache das jetzt erstmal so. Ja, und dann muss ich mir nochmal ganz genau überlegen, wo ich das Kabel am besten lang führe, ob ich das hier oben lang führe oder unten. Das weiß ich jetzt selber auch noch nicht. Da muss ich nachher beim Lenken nochmal probieren. Das teste ich nachher nochmal in Ruhe aus. Ja, und dann gibt es ja noch diese kleine Bluetooth-Fernbedienung, die man auch noch am Lenker anbringen kann. Das mache ich jetzt auch mal. Ja, ich habe mir das jetzt hier so nach hinten gedreht. Dann kann ich hier mit dem Daumen die Lampe regeln. Erst hatte ich es hier oben, aber so ist es eigentlich viel schöner, weil man dann hier direkt mit dem Daumen das gleich regeln kann. Die Lampe ist werksmäßig mit einem Helligkeitssensor ausgeschaltet. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt hier einschalte, mit der großen Taste kann ich Fernlicht einschalten, mit der kleinen Taste kann ich das Ganze runterdimmen auf die Hälfte der Leistung und entsprechend mit längerem Akkulaufzeit fahren. Das funktioniert jetzt hier nicht, kann ich hier euch in Indoor nicht zeigen. Das zeige ich euch dann alles, wenn wir draußen fahren. Weil hier Indoor geht die Lampe gar nicht erst in den Abblendlichtmodus rein. Die leuchtet zwar, aber das ist nur so eine Art Tagfahrlicht.
weil es hier zu hell ist. Also das alles dann im zweiten Video. Ja, für den Wald werde ich jetzt auch zusätzlich mal die Blinker an meinem Helm installieren. Erstens, um euch zu zeigen, wie das funktioniert, und zweitens, damit wir auch mal wirklich einen Lichttest machen können. Die Blinker kann ja 2100 Lumen, die SL-Lampe, die ich jetzt vorne am Lenker installiert habe, 1300 maximal im Fernlichtmodus. Und das will natürlich auch ausprobiert werden, ja, was denn wirklich der sichtbare Unterschied ist. Und jetzt installiere ich das Ganze mal am Helm. Vor allem muss ich jetzt als erstes erstmal gucken, ob das überhaupt an dem Evade Aero Helm rangeht, weil das ist der, den ich eigentlich immer fahre. Der hat ja so ein bisschen aerodynamischen Schnitt und ich weiß gar nicht, ob ich mit den Klettverschlüssen da so rumkomme, wie ich es gerne hätte. Das probiere ich jetzt mal aus. So, ich versuche jetzt erstmal die Lampe vorne anzubringen. Ja, das Ganze ziehe ich dann hier auf der einen Seite schon mal durch. So ungefähr 4 cm, so lang wie das Lupine-Logo hier auch ungefähr drauf ist. So, und dann ziehe ich das Ganze hier durch den Helm durch. Ja, und dann komme ich hier auf der anderen Seite wieder raus, versuche das so ein bisschen zu spannen. Mache das Ganze fest. Mit dem Schnellverschluss klicke ich die Lampe hier rein. Das Ganze mal aufsetzen. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Also ja, man spürt es ein bisschen, dass man ein bisschen Gewicht auf dem Helm drauf hat, aber nicht schlimm. Ich kann mich hier bewegen und die Lampe ist jetzt ja auch an. Ich sehe, wo ich hinleuchte. Und das ist dann am Ende auch der große Vorteil. Gegenüber der fest installierten Lampe, die ich vorne am Lenker habe, habe ich dann zusätzlich eine Lampe, mit der ich ja in den Kurven, gerade wenn wir im Wald unterwegs sind, um die Kurven gucken kann. Ist jetzt im Stadtverkehr nicht unbedingt wichtig, aber wenn wir im Gelände unterwegs sind, vielleicht gar nicht so blöd. So, ich habe das Ganze eben abseits von der Kamera noch mal ein bisschen geändert, weil mir das doch zu frontlastig war hier. Jetzt habe ich zwei Klettverschlüsse, einen rechts, einen links genommen. Und um das überhaupt realisieren zu können, dass das Ganze ja sozusagen an diesen beiden Holmen hier befestigt ist. Das heißt, ein Klettverschluss geht hier, dann hier unten rein, kommt hier wieder raus und das Ganze zusammenzukletten. Das geht nur dann, wenn man hier diesen Klettverschluss sozusagen einmal auf halber Strecke dreht, damit man hier überhaupt wieder kletten kann. Das habe ich rechts und links gemacht. Somit habe ich jetzt die Stirnlampe nicht mehr hier vorne, so das heißt, das Gewicht zieht nicht mehr runter. Und das wäre sowieso hier vorne nicht gegangen, weil der Gurt hier beim Evade sonst genau hier auf der Stirn gesessen hätte und das hätte auf der Stirn gekratzt. So konnte ich das jetzt so realisieren, dass ich auch hier die Polster über den Gurt machen konnte. Hier sieht man das. Und damit ist das Ganze bequem, das soll es ja auch sein. Ja, so ist es jetzt definitiv schon mal viel, viel angenehmer zu tragen. Ich spüre jetzt überhaupt gar nichts, außer dass mir hier hinten der Akku noch rumbaumelt. Ja, der Akku, der kommt ja in diese Halterung rein und dafür habe ich tatsächlich hier hinten einfach keine Öffnung, um die irgendwo hier festzumachen. Das heißt, ich muss ja irgendwie hier mit dem Klettlang hier hinten nicht und so weiter. Ich finde das mit dem Akku am Helm eh nicht so pralle. Das heißt, ich habe das früher auch schon immer so gemacht, dass ich den dann in der Trikottasche getragen habe. Hierfür nehme ich einfach das Verlängerungskabel. Auch hier muss man sich jetzt genau überlegen, ja, wo führe ich denn das Kabel lang? Kann ich das vielleicht innen lang führen? Kann das hier durch diese Lüftungsschlitze durch und so? Das gucke ich mir jetzt auch nochmal an und zeige euch gleich, was meine Lösung ist. Da ich jetzt tatsächlich keinen anderen Helm habe außer dem Evade, muss ich es tatsächlich außen verlegen. Wie gesagt, Evade als Aero-Helm, vielleicht nicht der ideale Helm für eine Helmlampe, zumal dieser ganze Aero-Kram natürlich völlig kaputt gemacht wird dadurch. Aber egal, ich habe keinen anderen Helm, also muss das jetzt so funktionieren. Ich habe mir damit geholfen, indem ich hier diesen kleinen Klett noch benutzt habe. Der war eigentlich für das Batteriefach sowieso da, habe das Kabel nach hinten geführt. Wenn ich jetzt den Helm aufsetze, ja, den Akku sozusagen hinten in meine Trikottasche virtuell reinpacke. Hier oben kann ich mit dem Licht starten, Kopf bewegen, nicht stört. Ja, wenn ihr das Ganze an normalen Straßenhelmen anbringt, geht das alles auch viel, viel einfacher. Aber ihr seht, selbst am Evade-Helm ist das Ganze anzubringen. Man muss nur einmal sich den perfekten Weg suchen und dann funktioniert's. So. Versehentlich die Kamera laufen lassen, während ich hier an dieser Bluetooth-App rumgefummelt habe. Ich habe mir jetzt hier ein eigenes Profil erstellt in der App. Da seht ihr auch schon, wenn ich die grüne Taste drücke, dann sind erstmal, was habe ich denn gemacht, 10 Watt, also so ein
1000 Lumen sind das, glaube ich, ungefähr, oder 900. Dann 22 Watt, volle Lotte, 2100. Und dann habe ich noch so ein 5 Watt Licht, das ist so ein Viertel der Leistung. Das wird wahrscheinlich für die meisten Fälle ausreichen. Und wenn ich die grüne Taste drücke, das ist die untere Taste, die ich jetzt erst kennengelernt habe in der App, dass überhaupt unten eine Taste ist, habe ich gar nicht gesehen. Da habe ich nur so eine ganz kleine LED-Leuchten. Und das Ganze kann ich jetzt natürlich auch mit dieser kleinen Fernbedienung so steuern. Ich drücke jetzt mal die Taste. Das ist der erste Modus. Der ist schon richtig hell. Der zweite, das ist volle Leistung. Und der dritte ist so ein bisschen entspanntere Leistung. Ihr seht aber, selbst im Hintergrund leuchtet das, obwohl ich hier volle Studiobeleuchtung habe. Das reicht wahrscheinlich völlig aus. Und wenn ich die grüne Taste drücke, dann leuchtet hier nur so eine ganz kleine LED. Das ist eher so ein Licht, um erkannt zu werden. Und das verbraucht dann gar keinen Strom. Da kann ich, glaube ich, dann 80 Stunden mitfahren oder so. Wenn ich mir das jetzt richtig rausgesucht habe, komme ich mit den 10 Watt 2 Stunden 15 weit. Mit dem kleinen Akku, wenn ich einen großen Akku nehme, sogar 4 Stunden, 4,5 Stunden. Wenn man Vollgas gibt, kommt man nur eine Stunde weit, wenn man wirklich dieses Fernlicht anmacht. Und mit den 5 Watt, die sind hier gar nicht aufgeführt, gehe ich mal davon aus, dass ich auch so 4,5 Stunden schaffe, weil das ist die Hälfte von diesen 10 Watt, die ich da genommen hatte. Und so habe ich mir das jetzt eingestellt. Wir werden sehen, wenn wir im Wald sind, ob das Ganze so funktioniert. Jetzt ist das Video. Ich glaube, ich sitze jetzt hier schon seit 3 Stunden, um das Ganze vorzustellen, zu installieren und so weiter. Und mit jedem Auspacken und Ausprobieren ist irgendwie was Neues dazu gekommen. Ja, so dass ich auf die Rotlichtlampen, das sind die Rückleuchtenlichter von Lupine, gar nicht so richtig eingehen kann. Da gibt es zwei, ich kann nur so ganz kurz, es gibt zwei Versionen. Eine mit doppeltem Akku, die mit dem normalen Akku hält schon ewig. Und ich habe die alte Version von vor 5, 6 Jahren, die funktioniert einwandfrei, hält ewig der Akku. Ich glaube, ich benutze das oft zum Pendeln. Alle 1, 2 Wochen, dass ich das mal runternehme. Also muss ich überhaupt gar keine Gedanken machen. Irgendwie hält der Akku und hält und hält und hält. Dazu noch ein eigenes kleines Video, weil das wird jetzt zu lang. Da gibt es nämlich auch so Optionen, wie man das am Sattel befestigen kann und ähnliches. Ansonsten hoffe ich, dass das jetzt schon mal ein bisschen weitergeholfen hat. Diese ganzen Details, was wie im Lieferumfang ist. Wie gesagt, wir haben das im Sortiment. Wir haben nicht alles auf der Webseite. Wenn ihr irgendein spezielles Verlängerungskabel braucht oder irgendeine spezielle Option, irgendeine Halterung, die wir nicht haben, meldet euch. Meldet euch sowieso, weil Lupine ist nicht ganz billig. Es ist wirklich eine teure Lampe, die kauft man sich einmal im Leben. Und da würde es, glaube ich, macht schon Sinn, sich mal ein bisschen beraten zu lassen, was die perfekte Lampe für einen ist. Ihr habt jetzt schon ein paar Sachen gesehen, aber ein paar Sachen klärt man dann auch im Gespräch, wenn man dann sagt, ja, was machst du mit der Lampe, was willst du machen, eine Alpenquerung und so weiter, welchen Akku brauchst du und so weiter. Gerne melden, damit wir das auch für euch individuell zusammenpacken können, was ihr braucht. Das ist uns schon ein großes Anliegen und wir testen das jetzt im Wald. Morgen ist die Fahrt angedacht. Wann das Video zu dieser Fahrt kommt, weiß ich nicht. Ich hoffe dann kurz nach diesem Video, damit ihr dann wirklich seht, da machen wir so ein paar Tests. Ja, wie weit leuchten die Leuchten? Stellen so ein paar Hütchen auf, machen wirklich einen Real-Life-Test mit Helmlampe in Kombination mit Straßenverkehrsordnungslampe, die man vorne installiert hat. Auch normale andere Lampen haben wir dabei. Wir haben auch eine Lesin-Lampe dabei und eine Luvino, glaube ich, heißen die anderen, die wir mitnehmen. Also auch eine einfachere. Wie sich die Lampen da ja einfach im Vergleich schlagen. Das machen wir alles im Wald. Guckt euch das an. Ich verlinke das unten, sobald das Video da ist. Ansonsten Kanal abonnieren, damit das nicht verpasst. Und ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo zusammen. Mal wieder aus meinem Kellerstudio. Und es hält immer noch. Das gibt's doch nicht. Ich habe doch hier alles aufgestellt, ich glaube. Was Licht angeht, ja, ist Lupine schon so, dass... Wieso habe ich das denn jetzt verkehrt rum hingestellt? Oh.